Bevor das eigentliche Video losgeht, gibt es passend zum Adventskalender auf meinem Kanal die Möglichkeit, was zu gewinnen. Zusammen mit meinen Kooperationspartnern Randy Run, Nerd Area und Holzkern könnt ihr euch selbst ein Weihnachtsgeschenk machen. Was ihr dafür tun müsst, erfahrt ihr gleich. Vorher zeige ich euch, was es überhaupt erst zu gewinnen gibt. Und zwar habt ihr von Randy Run viermal die Chance, einen Coupon von jeweils 10 Euro zu gewinnen mit dem Hashtag Randy Run. Nehmt ihr am Gewinnspiel für den Coupon teil. Von Nerd Area gibt es die Bubblehead-Figur von Finn zu gewinnen. Mit dem Hashtag Nerd Area nehmt ihr an dem Gewinnspiel teil. Und von Holzkern gibt es die Uhr Herbstdämmerung zu gewinnen. Mit dem Hashtag Holzkern nehmt ihr an dieser Verlosung teil. Zudem bekommt ihr mit dem Rabattcode LECHES15 bis Ende des Jahres auf holzkern.de bei allen Einkäufen 15% Rabatt. Links zu den Homepages der Kooperationspartner unten in der Videobeschreibung gerne auch mal vorbeischauen. Das war's aber noch nicht, Leute, und zwar gebe ich auch noch was dazu. Als persönliches Dankeschön an euch. Ich verlose meine Microsoft Livecam HD 3000, die ich anfangs für YouTube genutzt habe, aber noch immer im Top-Zustand ist. Für alle von euch, die wirklich kein Geld haben für eine Facecam, schenke ich die euch, damit ihr auch, wenn ihr eventuell YouTube-Videos macht, mit der Facecam Videos machen könnt. Mit dem Hashtag Facecam nehmt ihr an der Verlosung teil. Und umso aktiver ihr seid, umso öfter ihr das Ganze kommentiert, umso größer natürlich auch eure Chance, was zu gewinnen. Das Gewinnspiel geht bis zum 24.12. und alles, was ihr tun müsst, ist einfach kommentieren mit dem jeweiligen Hashtag. Ihr müsst das Video liken und Abonnent von meinem Kanal sein. Gleichzeitig auch die Abonnenten auf öffentlich stellen, damit ich auch wirklich nachvollziehen kann, dass ihr wirklich meinen Kanal abonniert habt und ich somit dann natürlich auch den Gewinner auslosen kann. Der Gewinner wird dann am 24.12. auf YouTube angeschrieben, also immer mal wieder in euer Nachrichtenfach schauen auf YouTube. Und um immer auf dem Laufenden zu bleiben, könnt ihr mir gerne auch auf Twitter und Instagram folgen. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Video. Servus Leute, Chris ist am Start und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal, zu einem weiteren Part vom FC-Karrieremodus, Leute. Lang ist es her, aber die STG-Woche liegt hinter uns und der Januar schon wieder vor uns, Leute, wo ihr ja abgestimmt habt mit einer heftigen Mehrheit, Leute. 90% wollen, dass da 23 Videos im Januar kommen, hauptsächlich STGs. Ich habe richtig Bock, ich bin richtig gehypt, Leute. Nachher müsst ihr natürlich dranbleiben, beziehungsweise jetzt auch schon mal an der Stelle. Wir simulieren, beziehungsweise machen den Karrieremodus hier jetzt so weit bis zum 31.12. Leute, und dann startet auch schon wieder die Transferphase. Ich zeige euch auch mal ganz kurz, im Büro haben wir jetzt noch knapp 3 Millionen liegen. Unser Team ist soweit auch bekannt. Ich gehe jetzt mal kurz im Hintergrund einfach die Teamzentrale durch. Guckt ihr gerne auch mal durch. Spieler, die ihr eventuell verkaufen würdet, schreibt ihr mir unten in die Kommentare. Gleichzeitig dann auch eventuelle Neuzugänge, die wir verpflichten könnten. Und ja, Leute, nochmal für die, die wirklich jetzt lange nicht mehr dabei waren. Im Hintergrund ist unser Team, das aktuell mit einem eigenen Jugendspieler Meier und auch Nartey in der Startformation bestückt ist. Die beide will ich auch spielen lassen, sind gut in Form. Und deshalb, Leute, möchte ich die da auch weiter in der Startformation halten. Meier vielleicht da mal raus und dann Jojic oder irgendwie wieder, wenn Osako fit ist, in Osako wieder rein. Aber jetzt noch ganz kurz im Kalender zeige ich euch, auf wen wir selber treffen, beziehungsweise gegen die, wen wir selber spielen. Wir simulieren die Hoffenheimer TSG, dann natürlich auch den FSV Mainz 05. Gdynia, wichtiges Spiel in der Euroleague, simulieren wir auch. Das war auf Platz 3 in der Abstimmung und wir spielen ja immer nur 2 Spiele. Die Berliner Hertha wird auf jeden Fall simuliert, genauso auch Schalke. Und dann spielen wir gegen Arsenal. Das wird das letzte Gruppenspiel in der Euroleague und das wird richtungsweisend. Das wird richtig episch, Leute. Dann kommt Freiburg und dann noch im Pokal gegen Bremen. Das wird das zweite Spiel und somit dann auch das letzte sein, das wir in dieser Episode spielen. Und zu guter Letzt dann nochmal eine Simulation heim gegen den VfL Wolfsburg. Simulieren dann an den 1. Januar, wo wir dann an die Transfers gehen und natürlich auch da noch ein Spiel spielen werden. Deshalb auch für euch jetzt, das kann ich, glaube ich, über das i hier oben machen, Leute, weil ihr habt diesmal nur eine Stimme. Gegen welches Team sollen wir dann hier spielen, Leute? In dem Monat Auswahl Bayern, Gladbach, Hamburg oder Augsburg. Gerade hier oben über das i abstimmen. Ein Spiel wird gezockt im Januar. Das wird dann eine Folge zusammen mit den Transfers. Lang genug gelabert, Leute. Ich bin aus der Puste. Wir fangen an und gehen in die Simulation gegen Hoffenheim. Zum aktuellen Zeitpunkt Spitzenspiel in der Bundesliga. Die Hoffenheimer auf Platz 2. Wir auf Platz 4. Ich glaube, wir mit einer Niederlage gegen Hannover, wenn ich mich da noch richtig dran erinnern kann. Bei mir ist es auch schon 2 Wochen her, wo ich die letzte Folge FC aufgenommen habe. Und Rupp, der zentrale defensive Mittelfeldspieler von der TSG, macht das 1-0 in der 27. Spielminute. Ich hoffe natürlich, wir kommen zurück. Wenn wir das Ding verlieren, ist auch nicht so wild, Leute. Ich will das Ganze einfach auch aus eigener Kraft ein bisschen nach oben schaffen, Team kontinuierlich verbessern. 15 Minuten vor dem Ende scheint so, doch, es passiert, glaube ich, noch ein Tor. Aber Rupp, okay. Rupp mit dem Doppelpack ist dann auch der Endstand. Hoffenheim gewinnt 2-0 bei uns im Rhein-Energiestadion und wir gehen eine Runde weiter. Also eine Runde weiter in der Bundesliga. Wir treffen jetzt nämlich auf Mainz, sind immer noch auf Platz 4 unverändert. Hoffenheim hat aber jetzt nach dem Sieg gegen uns hingegen die Tabellenführung. Und wir können uns trotzdem weiterhin nicht beschweren. Auf Platz 4 sieht das richtig gut aus, sogar mit 3 Punkten vor Bayern. Die sind ganz, ganz schlecht. Und Dortmund nach 11 Spieltagen auf Platz 16, davor Leipzig. Also irgendwie ist das alles gerade ziemlich verdreht. Wir dürfen die Ziele nicht zu hoch setzen, Leute. Wir müssen also mit kleinen
eigenen Zielen reingehen, jetzt in Mainz. Ich hoffe natürlich hier auf den Punkt, als auswärts genanntes Team immer ein bisschen schwieriger, aber wir haben durchaus auch schon gezeigt, dass wir auswärts jetzt nicht unbedingt schwach sind, Leute. Und das gegen den FSV Mainz 05. John Córdoba bei uns im Sturm, der ja zur aktuellen Saison in Real Life, wie auch jetzt gerade noch bei uns, von Mainz zum FC gewechselt ist. Sörensen ist leider verletzt, Olkowski aber draußen, der kann das Ding schön kompensieren. Wenn auch nicht vom Rating her, aber ich denke, das geht klar. Pizarro ersetzt den vorhin angesprochenen Córdoba. 5 Minuten vor dem Ende passiert nichts mehr. Es ist ein 0-0 und das geht in Ordnung, Leute. Mit einem Punkt aus Mainz bin ich zufrieden. Wo aber jetzt beinahe 3 Punkte Pflicht sind, Leute, ist das Spiel gegen Gdynia. Guckt euch die Tabelle zur aktuellen Situation an. Platz 1 ist schon weg. Das hat Arsenal auch noch nicht sicher, weil sie können noch von Wien überholt werden. Das hoffen wir nicht, weil wenn Wien tatsächlich noch auf Platz 1 kommen kann oder wird, dann sind wir raus, Leute. Wir haben nur 3 Punkte aus 4 Spielen. Das einmal gegen Austria und das war, glaube ich, ein 5-1 oder 5-0 Kantersieg. Jetzt daheim gegen Gdynia müssen 3 Punkte her und dann nachher, wenn wir selbst spielen, gegen Arsenal eigentlich auch. Unverändertes Startelf im Vergleich zu dem Spiel gegen Mainz. Da haben wir ja ohne Gegentor das Ding ganz gut gemacht. Und Barco, Erlösung, ganz, ganz wichtig. Parallel dazu, Leute, sollte aber eigentlich Arsenal gewinnen. Weil ich glaube, wenn Wien gewinnt, dann kommt es am Ende auf den direkten Vergleich an. Den gewinnen wir wahrscheinlich aufgrund der Tordifferenz dann, wenn das hier wirklich so ist. Bittencourt hat eigentlich einen Elfmeter verschossen, aber Jovic macht in der 45. das 2-0. Córdoba sogar noch das 3-0. Ich schaue immer ein bisschen nach unten, aber wahrscheinlich spielen die jetzt nicht zum gleichen Zeitpunkt. Zumindest habe ich jetzt noch keine Tore gesehen zwischen Arsenal und Austria. Bittencourt hat das 4-0 gemacht. Das ist zugleich der Endstand, Leute. Aber ich freue mich hier nicht so arg, wie ihr sicherlich merkt, weil ich bin jetzt echt nochmal gespannt, wie das andere Spiel ausgegangen ist. Arsenal gegen Austria, bitte für die Gunners. Es ist ein Unentschieden geworden, wahrscheinlich ein 0-0 und deshalb haben wir auch unten nicht gesehen, dass Tore gefallen sind und wir können es aus eigener Kraft jetzt nicht mehr schaffen, sind erstens mal auf Schützenhilfe von Gdynia angewiesen im Spiel gegen Wien. Gleichzeitig müssen wir Arsenal auf jeden Fall schlagen, beziehungsweise einen Punkt holen. Erneut daheim, wie zuvor in der Europa League und hier hoffe ich tatsächlich auf 3 Punkte. Ich denke, die Berliner Hertha sind, alles klar, qualitativ gesehen nicht unbedingt schlechter. Aber wir sind zu Hause, Leute. Plattenhardt macht leider nur in der 4. Spielminute direkt das 1-0 für Hertha. Und ich hoffe, wir kommen zurück. Am besten noch vor der Pause oder auch nicht, Leute. Nee, es geht mit dem 0-1 in die Halbzeit. Und danach, ja, sieht es nicht unbedingt danach aus, als würden wir das Ding noch komplett drehen. Vielleicht ein Punkt, ja, ein Tor ist, denke ich, immer mal drin. 10 Minuten vor dem Ende, aber es ist ziemlich langweilig. Und ich muss sagen, wir sind aktuell auch wirklich nicht gut in Form. Verlieren jetzt auch daheim gegen Berlin. Jetzt kommt dann Schalke und auswärts auf Schalke ist es auch ziemlich unrealistisch, dass wir da Punkte mitnehmen. Und irgendwie wird es dann tatsächlich ein bisschen eng, um uns oben festzusetzen. Das wird beinahe schon unmöglich sein. Lass mich aber gerne auch vom Gegenteil überzeugen, Leute. Wir könnten natürlich auch auf Schalke einen Punkt mitnehmen, aber dafür bräuchten wir einen richtig guten Tag. Den hatten wir jetzt die letzten paar Spieltage nicht, um das ganze Ding einfach mal ein bisschen nüchtern auszudrücken, Leute. Nee, es war aber auch klar, die Santo verletzt, eine Minute später macht Schöpf das 1-0 und dass Schalke hier natürlich qualitativ besser ist, ist klar. Córdoba macht zum Glück den Ausgleich und dann Höger, der Ex-Schalker, 4 Minuten nach Halbzeit, nach Beginn der zweiten Halbzeit, so rum, dreht er das Spiel, aber es passiert noch ein Tor, Schalke wird das 2-2 noch machen, leider unglücklich kurz vor Schluss, ja, es war klar, Leute, ich bin einfach Hellseher. Nee, ich kenne das ganze Ding halt einfach so von FIFA, wenn so viele Wechsel sind, dann ist es klar, dass noch ein Tor passiert und dass es dann kurz vor Schluss ist, ist auch klar, aber naja, 2-2 auf Schalke ist in Ordnung, Leute, hätte ich nicht gedacht. Und jetzt müssen wir ran gegen Arsenal, Leute, Europa League, ein richtungsweisendes Spiel, ich hoffe natürlich, wir kommen weiter. Wenn nicht, versuchen wir uns durch die Bundesliga wieder dorthin zu qualifizieren oder wollen uns jetzt auch erstmal natürlich dann stabilisieren in der Bundesliga, vielleicht in den 2 Jahren. Auch schon Champions League, wir werden erstmal abwarten, wollen nicht zu viel. Jetzt gegen die Gunners, parallel spielt Austria gegen Gdynia, Leute, das wird ein richtungsweisendes Spiel, genauso wie unseres. Im Hintergrund seht ihr nochmal kurz unser Team, auf 2 Positionen verändert, Leute, Osako ist wieder nach seiner Verletzung zurück, ersetzt dann da den zuvor gespielten Jovic, hinten rechts kommt Sörensen raus und Risse für das Spiel rein, weil halt Risse deutlich schneller ist und ich denke, hier wird viel über das Tempo gehen und hoffentlich, dass wir die Offensive ein bisschen in den Griff kriegen. Im Hintergrund noch ganz kurz das Team von Arsenal mit Cech, mit Monreal, Mertesacker, Mustafi, Tagliafico, Bellerin, Coquelin, Elneny, links Sanchez, Lacazette und Özil. Die Offensive ist einfach nur krass, die anderen Spieler natürlich auch nicht zu unterschätzen. Unser Team im Hintergrund, zum Glück ist Osako wieder zurück, Leute. Der war ja zum Zeitpunkt, wo er noch fit war, der beste Torschütze bei uns, den könnte man jetzt wieder merken. Ich hoffe es natürlich, wir ganz in Rot, Arsenal in Blau. Wir spielen erstmal auf Konter, ein bisschen abwartend und starten rein. Let's go. Hier haben wir Córdoba, der spielt wieder auf Osako, der einmal den Ball runter und dann schießt er.
Und dann ist Tschech da, aber gleichzeitig auch die erste Chance für uns. Córdoba bleibt aber dran. Wir pressen hier ganz gut. Arsenal noch ohne jegliche Möglichkeit nach vorne was zu machen. Und wir haben das erste Zeichen gesetzt. Könnten hier nochmal gefährlich werden. Hier haben wir Leo Bittencourt. Da unten ist eigentlich viel Platz. Aber der verpasst den richtigen Zeitpunkt, um auf Córdoba zu spielen. Aber das ganze Ding lebt hier noch. Die Chance lebt. Córdoba auf engstem Raum irgendwie auf Osako. Der versucht wieder Córdoba mitzunehmen. Und der sieht dann Höger. Und Höger, oh mein Gott. Ich hab den schon drin gesehen. Als ich die Flugbahn von dem Ball gesehen habe, Leute, dachte ich, was ein Traumtor, aber da ist die Lücke. Nein, der muss da durch. Es war das Lattenkreuz, das hier für Arsenal rettet. Da wäre Tschech geschlagen gewesen. Höger mit einem richtig starken Abschluss. Und wir beweisen weiterhin, dass wir ordentlich in der Partie sind und uns nicht einschüchtern lassen. Córdoba im Zusammenspiel mit Osako. Osako jetzt leer vor Tschech. Osako! 32. Spielminute, das 1-0 für uns, Leute. Aber wir müssen eigentlich noch ein bisschen, ja, bisschen ruhiger bleiben, weil wir wissen gleichzeitig nicht, wie das andere Gruppenspiel steht, Leute. Und das sind wir ja mindestens auf ein Unentschieden von Gdynia angewiesen, Leute. Also auf jeden Fall kein Sieg für Austria, sonst sind wir auch so weg. Und Osako, vorhin noch angesprochen, der könnte eine ganz, ganz wichtige Rolle spielen, ist nach seiner Verletzung wieder zurück, direkt in der Startelf und trifft direkt wieder. Das ist das, was wir brauchen. Ja, okay, wir können mal draufschauen und Austria führt bei Gdynia, Leute. Also selbst wenn wir hier gewinnen, ist das Ding leider nicht mehr machbar für uns. Aber wir geben nicht auf, Leute. Wir machen weiter. Let's go. Wir wechseln einmal. Baku geht raus. Olkowski kommt rein. Heißt aber nicht, dass wir uns jetzt hinten reinstellen, sondern Risse rückt einfach ins Mittelfeld. Bittencourt und Risse tauschen dann die Seiten und Olkowski wird neuer Rechtsverteidiger, weil Baku einfach nicht mehr so fit war. Stark kombiniert hier von den Gunners. Die sind jetzt im 16er, aber Domi Heinz stellt Alexis Sanchez und spielt den Ball nach vorne. Das könnte eventuell ein Konter werden, wobei Osako hier zu wenig Tempo hat oder auch nicht. Das ist Osako, der probiert's einfach mal. Und da fehlt nicht viel, Leute. Wir merken jetzt, die Gunners stehen hinten ein bisschen höher. Für uns ist es so ganz, ganz schwierig, die erste Reihe im Mittelfeld schon zu überwinden. Also die wollen hier jetzt auf jeden Fall nach vorne was machen und nicht einfach nur so da bleiben. Wieder Ablage für Osako. Und Tschech ist da. Also Osako merkt man definitiv, der könnte uns auch in der Liga wieder so weit helfen, dass er uns wieder auf die richtige Spur bringt, zumindest mal wieder für einen Sieg weiter verhelfen kann. Aber jetzt ist erstmal Europa League wichtig, die wir erstmal hier unsere Aufgabe meistern müssen. Wieder Osako, wieder 16er. Osako, den verzieht er. Da hat er ganz viel Platz, aber nutzt das einfach nicht richtig. Und Osako mit 5 Schüssen der Beste, was die Schüsse angeht bei uns. Und Arsenal mit Lacazette nur einen, Leute. Also das ist tatsächlich ziemlich wenig, aber wir wissen ja, dass die Gunners auch aus wenig Chancen ganz viel machen können. Aber wir belagern jetzt so ein bisschen den 16er. Ball auf Höger! Nein! Der ist nicht drin! Den habe ich schon drin gesehen, Leute. 70. Spielminute. Das wäre vielleicht die Entscheidung gewesen. Marco Höger scheitert leider dran, Leute. Tschech wäre schon geschlagen gewesen. Und Osako hat das ganze Ding wieder mit eingeleitet. Also der gefällt mir heute richtig gut. Hoffentlich geben wir das ganze Ding hier nicht mehr her. Wieder auf Osako. Der gewinnt natürlich das Sprintduell gegen Mertesacker. Osako legt hoch. John Córdoba. 2-0. 79. Spielminute. Das sollte die Entscheidung sein, Leute. Wir führen Arsenal hier vor. Die haben gar keine Möglichkeiten. Zumindest keine Nennenswerte. Und wir machen jetzt in der 79. das 2-0. Bringt uns nur wenig, wenn tatsächlich Austria in Gdynia auswärts gewinnen sollte. Aber John Córdoba trifft. Und das ist zumindest mal so, dass wir unsere Aufgabe gemeistert haben. Bittencourt und Osako dürfen dann beide raus. Dafür kommt Meier und Martinez. Also die zwei, wo jetzt rausgehen, die haben es sich ordentlich verdient. Vor allem Osako. Wieder mal ein überragender Tag für ihn, Leute. Nach seiner Verletzung direkt zurückgekommen und heute einfach überragend gespielt. Arsenal macht dann auch eigentlich gar nichts mehr. Erschreckend wenig. Stattdessen Córdoba auf den frisch eingewechselten Martinez. Aber der kann den Ball noch in die Mitte bringen für Meier. Und dann macht da Tschech einfach mehr draus. Oh mein Gott. Fast ein Traumtor von Martinez. Peter Tschech ist da, Leute. Und das ist wahrscheinlich die letzte Aktion. Arsenal kommt gar nichts. Risse. Oh mein Gott. Was ein Kopfball aus knapp 16 Metern. Marcel Risse. Unfassbares Tor. Wir schauen nochmal drauf. Die Ecke kommt von Marco Höger und das mit ordentlich Zug nahe dem Elfmeterpunkt und dann erwischt er den natürlich perfekt im Zweikampf mit Özil, der gar nicht richtig rangeht. Das ist das 3-0, Leute. Wir lassen Arsenal gar keine Chance und könnten uns hier noch in die Europa League K.O.-Phase mit reinschmuggeln, aber nur wenn Wien nicht gewinnt. Der Schiri pfeift ab, das Spiel ist zu Ende, Leute. Die Fans freuen sich natürlich, aber können wir uns da überhaupt richtig drüber freuen? Das 3-0 ist natürlich krass und schaut euch das mal an. Arsenal ohne Schuss aufs Tor. Wir gehen eins weiter und nein, Leute. Austria hat verloren. Austria, er hat gewonnen. Austria hat gewonnen. 1-0 auswärts.
Das sind die Endergebnisse und wir sind somit aus der Europa League ausgeschieden. Wegen einem Punkt müssen also erstmal Bye-bye sagen zum internationalen Geschäft in Köln, aber das kann sich natürlich zur neuen Saison dann auch wieder ändern, Leute. Wir müssen uns jetzt dann also auf die Bundesliga konzentrieren und eventuell auf den DFB-Pokal. Da wartet jetzt dann gleich Bremen auf uns, vorher aber noch ein Spiel in der Liga, dann DFB-Pokal und dann zum Abschluss noch die Wölfe. Also hier nochmal kurz die Abschlusstabelle, leider ziemlich bitter. Das gleiche Team, das gerade Arsenal vom Platz gefegt hat mit 3-0, wenn auch im Endeffekt ohne Erfolg auf das K.O.-System. Oder wie sagt man dazu, Deutsch? Also ihr versteht bestimmt, was ich meine. Osako ist natürlich wieder in der Startelf. Der macht direkt in der 9. Minute das 1-0. Cordoba in der 25. das 2-0. Wir skippen das Ding. Es wird ein 4-0, Leute. Barco traf noch und Cordoba macht mit dem Doppelpack das 4-0. Und endlich auch wieder 3 Punkte in der Bundesliga. Ganz, ganz wichtig. Wir gehen also jetzt in den DFB-Pokal, die dritte Runde. Wir treffen auf Werder. Im Hintergrund sehen wir unser Team, Leute. Ich habe auf ein paar Positionen jetzt ein bisschen was geändert. Genauer gesagt auf 4 Positionen, weil einfach viele Spieler angeschlagen sind, noch aufgrund jetzt der englischen Woche zuvor gegen Arsenal und jetzt wieder der englischen Wochen. Handwerker kommt für Barco rein, Meier ersetzt Osako, Martinez ersetzt Cordoba und Meret geht raus, dafür kommt Queiroz rein, Leute. Jetzt geht's rein, wir treffen auf Bremen. Die mit diesem Team eine Runde weiterkommen wollen, Leute. Pavlenka hinten drin, muss sein, damit Caldirola Innenverteidiger, links Augustinsson, rechts haben wir Kappa, davor Bargfrede, Delaney und Junusovic auf der 8 im Zentrum, links Nolito, vorne Kruse, vorne rechts Unas. Und Leute, es hat ein bisschen geschneit hier bei uns. Unser Team seht ihr nochmal hier. Übrigens, was auch eine gute Nachricht ist, ich habe gerade gesehen, dass Jonas Hector wieder bald zurückkommt. Der hat nur noch im Pflaster keinen Krankenwagen mehr neben seinem Gesamtrating. Heißt, er könnte normalerweise dann auch wieder in der Bundesliga weiterhelfen. Ist auch eine ganz, ganz wichtige Personalie. Jetzt starten wir aber rein. Wollen Bremen hier am besten besiegen. Pass auf! Was war denn das für ein Schuss? Das war Meier, der heute auch sein erstes Spiel im DFB-Pokal macht, zuvor bei Arsenal in der Europa League. Der hat hier eine Riesenmöglichkeit, aber die sieht dann gar nicht so riesig aus, weil der Schuss maximal 10 km/h gebracht hat. Im Gegenzug stattdessen hier Bremen auf Timo Horn alleine zu, aber Horn ist da. Also es ist ein richtig starkes Spiel direkt hier in den ersten paar Minuten, Leute. Also, viel Spaß auf jeden Fall. Wir starten rein. Ich hoffe natürlich, dass wir weiterkommen und wir können direkt dranbleiben. Cordoba schickt da wieder. Meier macht das diesmal besser. Nein, diesmal ist noch Junusovic oder Unas oder wer auch immer dazwischen. Also ordentlicher Beginn hier im Rhein-Energie-Stadion und das Ganze ändert sich auch nicht wirklich. Lautaro Martinez, da fehlt ein bisschen, aber wir nähern uns so langsam an. Vorarbeit von Meier. Der Schuss ist eigentlich gar nicht so schlecht vom Argentinier. Pavlenka wäre aber, denke ich, dran gewesen. Aber wir sind aggressiv. Wir machen das richtig gut. Haben wieder eine Balleroberung. Das ist Bittencourt. Der sieht Meier und diesmal macht das nicht eigensinnig. Legt auf Handwerker, oh mein Gott! Ich habe nur noch aufs Netz geguckt, Leute, und wollte wissen, wo der Ball reingeht. Und das Netz zappelt aber nicht, weil Pavlenka eine Parade macht. Ach du Scheiße, überragend. Aber den darf er eigentlich niemals mehr haben, Leute, weil Handwerker muss den eigentlich so unterbringen, dass es unhaltbar wird für den Keeper der Bremer. Wir machen hier die kurze Eckenvariante, der Ball kommt in die Mitte, aber Bremen kann klären. Trotzdem muss man sagen, machen das die Neuen hier in der Startelf richtig gut. Es ist wieder Handwerker und er verzieht ordentlich, Leute. Das ganze Ding geht knapp 10 Meter am Tor vorbei, obwohl es eigentlich eine wirklich aussichtsreiche Position war. Trotz allem, Leute, müssen wir das Positive mitnehmen. Die Kombinationen stimmen, das ganze Spiel stimmt bisher und das auch dank Meier und Handwerker. Die müssen nur noch ein bisschen effizienter vorne werden. Wieder stark gespielt. Hier haben wir Handwerker. Der nimmt jetzt Lautaro Martinez mit und der Pass ist sauber. Der Schuss auch. 45. Spielminute. Die letzten paar Minuten ist ziemlich wenig passiert, Leute. Egal von wem. Köln oder Bremen. Ziemlich wenig Offensive. Ganz viel Rumgeblänker hier im Mittelfeld. Aber das ganze Ding ändert sich jetzt in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit, Leute. Wir schauen nochmal drauf. Das ist Höger. Der leitet hier auf Handwerker weiter. Der Pass ist stark und dann ist da ganz viel Platz. Auch wirklich schlechte Defensive bei der Werderaner. Und dann steht hier Martinez sauber. Und dass er es kann, zeigt er nicht das erste Mal hier, Leute. Das hier mit 1-0 in Führung. Und dann pfeift der Schiedsrichter zur Halbzeit. Also wirklich ein richtig gutes Spiel. Jetzt bezogen auf die ganzen, die neu in der Startelf sind. Also ich sag mal, Queiroz, Handwerker, Meier und auch Martinez. Richtig, richtig stark, Leute. Macht auf jeden Fall Bock auf mehr. Mit dem Team geht's unverändert auf jeden Fall jetzt in Halbzeit 2, Leute. Und bisher führen wir auch völlig verdient. Jetzt schöne Seitenverlagerung von Martinez auf Handwerker. Und der Ball ist gar nicht so schlecht. Pavlenka gerade noch so auf der Linie da. Jetzt Fehler im Aufbau von Bremen. Ball in die Lücke. Handwerker, nein! Pavlenka im letzten Moment, aber dann der Fehler der Hinterelf. Und nein, oh mein Gott. Nicht der Hinterelf, natürlich der Hintermannschaft. Handwerker verpasst die Riesenmöglichkeit, hier auf 2-0 zu stellen. Es ist bisher wirklich auch ziemlich langweilig. Halt viel Aggressivität hier im Spiel, Leute. Aber so muss es auch sein. Meier wieder hier im Zusammenspiel mit Bittencourt. Eventuell kommt hier eine Möglichkeit dabei raus. Wieder Handwerker, der läuft wieder. Dann spielt er wieder zusammen mit Martinez. Das sieht richtig gut aus. Martinez zieht in den 16er. Oh mein Gott, ich hab den schon drin gesehen.
War das ein richtig geiles Ding. Handwerker sieht jetzt hier nachträglich noch die Gelb. Völlig zurecht. Und 25 Minuten vor dem Ende, Leute, haben wir alles in der Hand. Müssten am besten nur noch das 2-0 machen. Das sollte das die Entscheidung sein. Was für uns natürlich nach vorne mehr Räume bedeutet. Und die sehen wir auch hier direkt. Ball jetzt in die Lücke für Lautaro. Martinez gegen Pavlenka. Nein! Es ist der Pfosten und wir lassen die nächste Riesenchance liegen, Leute. Das könnte sich rächen. Ich hoffe natürlich nicht. Wir haben es aber schon gesehen. Gegen Gladbach, auch gegen Arsenal im Hinspiel der Europa League. Jetzt aber Leo Bittencourt. Nein, wieder Pavlenka. Und dann kommt Handwerker. Geh ran. Der spielt hier in die Mitte für Martinez, aber der versucht es direkt. Das Ding ist abgefälscht. Es gibt dann Freistoß für uns. Der könnte nochmal gefährlich werden, aber vorher wechseln wir. Ich habe die falschen Spieler mitgenommen, Leute. Deshalb muss jetzt Hector auf die 10, Córdoba nach links und Risse nach rechts. Die komplette Mittelfeldreihe mit Meier, Bittencourt und links war Handwerker, war komplett am Arsch. Die gehen jetzt alle dann auch raus und Marcel Risse, der kann Freistöße, bloß ich kann sie nicht. Wir probieren das Ding mit dem Vollspann am besten über. Da hat nicht viel gefehlt. Da hat nicht viel gefehlt. Vollspann über die Mauer und ganz knapp über die Latte. Aber das könnte vielleicht auch schon die letzte Situation gewesen sein in dem Spiel. Einfach noch hinten drin gut stehen jetzt. Bremen kommt aber auch nach vorne nichts mehr, Leute. Wir müssen hier das Ding einfach nur noch über die Zeit bringen. Das können wir. Schöne Seitenverlagerung. Den Ball kriegt Risse aber leider nicht. Der Schiri pfeift noch nicht ab. Es wird nochmal den Einwurf geben. Aber ich denke, wirklich lange kann es hier nicht mehr gehen. Risse, schöne Balleroberung. Dann muss der Martinez hier mit einsetzen. Schafft er nicht. Komm, Schiri, pfeift ab. Er pfeift ab, Leute. Es bleibt beim 1-0. Und selbst wenn man am Anfang auf das Team geschaut hat, das eigentlich schon fast eine B11 war, selbst mit diesem Team haben wir hier ein richtig gutes Spiel abgeliefert und auch völlig verdient gewonnen, wenn auch nur mit 1-0. Wir schauen hier auf die Statistik, Bremen mit nur einem Schuss aufs Tor. Leute, wir sind eine Runde weiter, das ist ganz, ganz wichtig. Und jetzt simulieren wir das letzte Spiel gegen Wolfsburg aus der Episode. Das letzte Spiel aus dieser Episode, wir schauen nachher natürlich nochmal kurz auf den Dezember und eventuell kommt da dann auch das Pokalspiel nochmal dazu, weil wir jetzt natürlich eine Runde weitergekommen sind. Leute, wir spielen gegen den VfL, die sind aktuell auf Platz 2, 5 Punkte vor uns, Leo Bittencourt in der 9. Spielminute mit dem 1-0 für uns, Hector wieder in der Startelf, zusammen dann natürlich auch mit Osako, kann da einiges gehen, Leute, und man hat auch wirklich gemerkt, Córdoba mit dem 2-0, man hat gemerkt, dass Osako einfach gefehlt hat, auch ein Hector, der vom Rating her natürlich jetzt dann Nathay verdrängt, Leute, das sind 15 Ratingpunkte mehr, deshalb lasse ich auf jeden Fall den deutschen Nationalspieler da auch spielen, 3 Minuten vor dem Ende, es passiert nichts mehr, Schalke verliert parallel daheim gegen Bayern, kommt uns glaube ich auch zugute, wir schlagen den VfL mit 2-0, und das, Leute, ist richtig, richtig stark. Also war es am Ende jetzt dann doch nochmal eigentlich eine richtig gute Episode. Also zumindest, was die Punkte angeht. Wo es am Anfang alles noch ein bisschen kritisch war, Leute, mit Hoffenheim, mit Mainz, dann auch noch gegen Gdynia gewonnen. Das war natürlich erwartungsgemäß. Dann aber auch wieder die Berliner Hertha. Da haben wir 3 Ligaspiele nicht gewonnen. Und dann kommt, glaube ich, Schalke noch dazu. Auch nur unentschieden. Dann haben wir aber Arsenal geschlagen. Dann haben wir Freiburg geschlagen. Dann haben wir jetzt Bremen geschlagen. Und jetzt auch noch Wolfsburg, Leute. Und dann gehe ich jetzt nochmal kurz an den 31. Dezember. Und dann blicken wir nochmal kurz auf den Januar. Und dann, Leute, verabschiede ich mich auch schon wieder von der Folge. Also ein Pokalspiel ist jetzt nicht dazugekommen. Also weiter Bayern, Gladbach, Hamburg und der FCA. Dann im Februar Ende, dann von der Transferphase kommt dann im Viertelfinale der VfL Wolfsburg. Da haben wir gerade gezeigt, dass wir gegen die gewinnen können, Leute. Unser Team nochmal ganz kurz zur aktuellen Bestbesetzung ist richtig, richtig stark. Und dann würde ich sagen, bin ich auch schon wieder raus, Leute. Danke für eure Aufmerksamkeit. Danke, dass ihr bis zum Ende geschaut habt. Ihr seid echt die krassesten und wirklich an der Stelle auch nochmal vielen Dank für den heftigen Support in letzter Zeit. Ihr seid einfach so krass. Vielen, vielen Dank, Leute. Ich bin raus. Haut rein und ciao. Psst.